Willkommen zu dieser neuen Videotutorial-Serie. Dieses Mal schauen wir uns die Stahlbemessung mit Revit und Sophistic an. Hier geht es also beispielsweise darum, wie werden Imperfektionen angesetzt, wie funktioniert die Querschnittsbemessung, welche Stabilitätsnachweise sind möglich und am Ende schauen wir auch noch in die Revit-Stahlbau-Verbindungen hinein. Das soll unser System sein, eine Stahlbühne, hier in Blau gekennzeichnet durch Rahmen. Die Stützen sind hier vorgegeben mit HEB 160. Die Riegel sind Träger IPE 270. Dann haben wir hier Querträger, das sollen IPE 220 sein. Und wir haben Aussteifungsdiagonalen Rundstahl Durchmesser 20 mm. Schauen wir auf das Berechnungsmodell. Ich habe die Stützen in Gruppe 10 eingeordnet. Elementtyp ist natürlich Stütze. Dann die Riegel sind Gruppe 20. Die Verbindung zwischen Stütze und Riegel ist starr, also hier auf fest eingestellt. Dann haben wir die Querträger, das ist die nächste Gruppe, das ist Gruppe 30. Hier habe ich neben den Festhaltungen in XYZ auch das Torsionsmoment festgehalten, um zu vermeiden, dass sich die Träger, diese Längsträger oder Querträger nicht um sich selber verdrehen. Dann haben wir hier die nächste Gruppe, das ist Gruppe 40, die Diagonalen. Ich habe als Elementtyp Seil gewählt, weil ich nur Zugkräfte hier aufnehmen möchte. Und das Häkchen bei Verschneidungsverhalten habe ich rausgenommen, damit sich an dieser Stelle, wo sich die beiden Diagonalen hier kreuzen, nicht eine Verschneidung stattfindet. Es sollen also tatsächlich gesamte Elemente von einer Ecke zur anderen sein und in der Mitte soll keine Verschneidung stattfinden. Dann ist das Ganze gelagert hier unten, gelenkig. Sieht man hier auch am Symbol erkennbar. Dann haben wir eine Belastung. Schalte ich die Belastung mal ein und nutze den Lastfilter. Wir haben also eine ständige Last, die hier zum Beispiel aus einem begehbaren Gitter, was oben auf den Querträgern liegt, resultiert. Zusätzlich ist natürlich das Eigengewicht der Konstruktion automatisch berücksichtigt. Dann haben wir hier eine Nutzlast, sind 5 kN pro Quadratmeter. Und ich habe beispielhaft mal eine Windlast von links und eine Windlast von vorne aufgesetzt. Schauen wir in die Projekteinstellungen. Ich will das Ganze nach dem Eurocode, also 1993 mit deutschem nationalen Anhang, berechnen. Wir haben ein Material, Stahl 235. Hier ist noch Bewehrung drin, brauche ich gar nicht. Dann haben wir ein Querschnittsmapping, was automatisch durchgeführt wurde. Die Revit-Familien wurden also übersetzt in die Sophistic-Stahlbauprofile. Das funktioniert automatisch, könnte man aber, wenn es nicht funktioniert, auch ändern. Was haben wir noch? Ja, es gibt Lastfälle oder Lasteinwirkungen. Die sind hier auf der Revit-Seite entsprechend definiert.
Und dann können wir direkt mal das System prüfen lassen. Sophistic bietet ja hier eine Prüfung an. Eigenschaften, Geometrie und Kinematik. Das will ich mal starten. Und wir bekommen keinen Fehler. Also hier kommt es häufiger vor, dass wenn man die Kinematik anhakt, Fehler auftauchen, die resultieren in der Regel daher oder häufig daher, dass sich Träger um die eigene Achse drehen. Also in dem Moment das MX festhalten bitte. Gut, das ist im Prinzip die Systembeschreibung. Wir können das Ganze jetzt einmal schon rechnen. Ich lasse nur die Lasten aufbringen, mache die Lastfallberechnung hier noch nicht. Hier sehen wir, das Eigengewicht wird also dem Lastfall ständige Last zugeordnet und ich berechne das Ganze und bin hier fertig. Wir gehen dann als nächstes jetzt rüber in die Sophistic. Das heißt, ich drücke auf den Knopf SSD. Wenn man das erste Mal macht, wird man nach einem Template gefragt. Ich wähle einfach das Hochbau-Template aus und bekomme hier mein Projekt auf der Sophistic-Seite mit dem bereits verschnittenen System. Ja, das war's für die Systembeschreibung und im nächsten Video starten wir dann mit der statischen Bearbeitung.